Heute steht bei der Terroristenjagd Grit oder Mozzi an. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ich habe damals für die Theorieprüfung beim Führerschein meine App runtergeladen mit den ganzen Prüfungsfragen, bin das halt zigmal durchgegangen, bestimmt mehr als 12 Mal. Da habe ich einfach die Fragen und Antworten auswendig drauf gehabt. Also klar, irgendwann, anfangs denkst du dir halt so, naja, eigentlich das und so, oh, dann ist es doch das, aber wenn du es halt 12, 18 oder 20 Mal machst, dann hast du ja irgendwann ein Gespür für, aha, die Frage, da muss das beantwortet werden. Ja, die doofe App ist ja auch noch mit da drin, ich habe ja auch so eine beknackte App. Hat die was gekostet? Natürlich hat die was gekostet. Die gab es damals kostenfrei, 2012. So, erstmal einladen. Die Brava im Hintergrund macht eine Rolle und ich glaube, es gab immer auch beim Drohnenspringen einen Sound und die macht gar keinen Sound. Kannst du mal sehen. Die wollen noch dein letztes Hemd hier. Am Ende wollen sie noch, dass du ein paar Tüten abgibst vom Regenbogenspiel. Gibt's nicht. Boah. Alles meins. Alle 255 Stück. Hab ich nicht. Übungsplatz heißt das hier. Trupp. Ja, ja, deswegen bin ich nächste Woche Freitag nicht da. Und wie es mit den anderen Freitagen aussieht, keine Ahnung. Mal gucken. Gibt's denn eine Prüfung beim Führerschein im Regenbogenspiel? Hä? Was ist? Bitte mach ein riesiges verdammtes Loch. Das ist eine Prüfungsaufgabe. In die Seitentür des Nebenherfahren. Ja, genau. Zum Beispiel. Zeige deine Fahrkünste mit der Drohne. Mit der Drohne! Spring jetzt das Gelände hoch. Die Geisel lokalisieren. Und? Auch Feuer und Flamme? Ich auf jeden Fall. Und? Auch Feuer und Flamme? Ich auf jeden Fall. Nur nicht übermütig werden. Wir schaffen das, sagt die Finker. Noch ein Yo, okay, du gehst unten rein. Kuckuck! Mit der. Was machst du denn da, Kuckuck? Mit der nächsten Operation wird Konsulat überarbeitet. Hab mir das 11 Minuten. Video, das über das 8. Jahr informiert, angeguckt mittlerweile. Aha, ich hab's mir nicht angeguckt. Und eine Änderung, die mich sehr, sehr freut, sehr, sehr freut. Die Willkommensmatten werden überarbeitet. Das heißt? Wer jetzt in eine Willkommensmatte tappt, der kann sich selbst befreien. Ah, okay. Das finde ich. Nee, finde ich nicht. Da gibt's ja gar keinen, der letzte springt rein und verreckt dann da drin mehr. Ach so. Also klar, für den, der da reintappt, ist es natürlich toll. Ich tapp da ja auch gerne rein, aber ich auch als selbst sehr oft da reintapper. Wobei mittlerweile gar nicht mehr so oft, aber wenn doch, dann sehr leidenschaftlich. Finde ich das kacke. Geisel lokalisiert. Oh. Die Geisel sichern. Schön rot die Wand. Da fängt er dann derjenige dann eine dicke Blutspur. Also ja, der hat dann die Möglichkeit, sich eben alleine aufzustellen, aber der suppt die ganze Zeit rum, man kann ihm dann folgen. Aha. Der verblutet dann so oder wie? Glaube ich nicht. Also ich glaube, er verliert keine weiteren Lebenspunkte, aber der Nachteil, er hinterlässt halt eine Spur und da kann man ihm folgen. Ach toll. Die ganze Karte voll suppen. Hier ist ja alles rot, wer hat das Toastbrot mitgenommen? Ja, der geht da ja raus. Geh da rein. Ja, genau, geh da durch. Hier rein da, los. Die Geisel sichern.
Kein Sichtkontakt, brauche nur einen Sichtkontakt. Erfolgreich. Shit, habe Feind im Blick. Hat er gerade gesagt, fuck? Nee, shit, habe Feind im Blick. Bei mir hat der, glaube ich, jetzt gerade fuck gesagt. Aber fuck sagen sie auch gerne. So, und Monetarisierungsmöglichkeit auf YouTube deaktiviert. Wegen böser Worte. Entschuldigung. Habe eh noch nie eins monetarisiert und habe ich auch nicht vor. Aber darauf müssen andere achten, die davon leben wollen oder die damit Geld machen wollen, die dürfen halt keine bestimmten Wörter sagen. Als ob sich da irgendwer dran hält. Hm. Es gibt wirklich Kanäle, die piepsen dann sowas einfach raus. Dann hast du irgendwie Videos, die dann nur piep, 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 piep. Naja, wem es halt Spaß macht. Ich hätte keinen Bock, da im Nachgang noch so viel Zeit zu investieren, das alles zu piepen und überhaupt, da geht ja was verloren. Die und nee. Dann halt lieber. Einfach mir nach. Klingt das gut? Im Zweifelsfall einfach mir nach. Klingt das gut? Finger sagt, die haben keine Idee, was kommt. Schild wird verwendet. Geisel zurückgeholt. Wir haben die Geisel. Sofort folgen Sie mir. Evakuierungspunkt eskortieren. Na, da kommt der. Geisel absichern. Lade neues Magazin. Was uns jetzt eher weniger selbst direkt betrifft, das Regenbogenspiel soll ganz viel Übungsplatz noch bekommen, wo man auch alleine gewisse Situationen trainieren kann oder auch gegen die KI zusammen Partien spielen kann. Also wenn wir beide zum Beispiel Lust hätten, dann könnten wir mit 3 KI-Gesteuerten gegen 5 KI-Gesteuerte spielen. Das gut oder ist das schlecht? Weiß nicht. Kennst doch die Pappnasen hier. Kannst ja selbst bewerten. Aber dann gibt es zumindest so eine Offline-Funktion für, falls das Spiel mal nicht will. Aber wobei, man müsste ja immer noch. Man könnte zumindest alleine mit 4 Pappkameraden gegen 5 Pappkameraden spielen. Aber es soll halt viele Trainingssachen geben, wo du halt lernst, wie du dich vielleicht lautlos durch die Karte bewegst. Ich hab die scheiß Situation noch nicht mal gespielt, ey. Na, es soll aber viel umfangreicher als die bloßen Situationen werden. Ja gut, aber die Situation habe ich noch nicht mal gemacht. Eine hat mal. Ich mal gemacht, steht aber jetzt wieder 0 von weiß ich nicht wie vielen. Kannst du Bartlett spielen? Dann verzichte ich lieber auf Bartlett. Was? Ich soll die Karte wieder reinnehmen. Kannst du mal auf der höchsten Schwierigkeitsstufe probieren? Die Situation. Ja genau, ich krieg die noch nicht mal auf normal hin. Hallo? Habe ich damals auch Probleme gehabt, als es 2016 mit dem Spiel losging. Und dann habe ich ja vorletzten Sommer habe ich die Situation nochmal nachgeholt auf 3 Sterne. Au, au, au. Die Schlauchmänner, die fehlen. Nein. Doch. Mochte ich ja überhaupt nicht. Verstehe ich überhaupt nicht, wie Ubisoft die rausgenommen hat. Das ist für mich unverständlich. Die Schlauchmänner, die fehlen. Ich wechsle Magazine. An die muss ich da bei Situation gerade denken. Die fehlen hier gerade. Sichtkontakt mit Geisel. Wir müssen die Geisel sichern. Feinde nähern sich. Oh, hier kommt jemand raus.
Der schrufft auf die Entfernung. Und Batz. Und sanft gelandet, aber genau richtig. Wir haben die Geisel freigelassen. Wir müssen die Geisel wieder sichern. Das ist echt traurig. Keine schönen Geräusche. Geisel befreit. Ich glaube, das waren jetzt vier Trucks. Vier Trucks Becher. Denk dran, vier Runden, gell? Oh, gut, dass du sagst, weil ich hätte jetzt fertig gemacht. Tatsache, wer denken sich so einen Scheiß aus? Sag mal die von Ubisoft. Die denken sich auch, dass man Willkommensmatten überarbeiten muss. Aber echt überraschend, wie das Video halt nur 11 Minuten geht. Die letzten Jahre waren es immer so 30 bis 40, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ich habe mir noch gar nichts angeguckt, weil Zeit... Ja, geht mir eh nicht. Es sind eigentlich nur 11 Minuten, aber habe es bisher immer aufgeschoben. Letzte Woche dann einfach mal die Zeit genommen. So, hier im Kragen gepackt und... rüber geschliffen. Ich gebe auf! Du musst jetzt da raus! Ich will. Ja, wie gesagt, ich muss meine Prioritäten jetzt erstmal anders setzen. Ein paar Leute umfahren. Reicht mir schon, was mein Dings damals gesagt hatte hier dazu. Also der Sicherheitsbeauftragte bei uns, der hat gemeint gehabt, ja, weil ich die Container vorgeschoben habe. Sie haben aber keinen Führerschein. Ich so, nee, warum? Da meinte er so, ja, Frau Absteuer, Ungeheuer. Ne, Container geschoben. Ja, aber das Führerschein zu tun. Ja, keine Ahnung. Weil er gemeint hat, ich hätte fast über den Haufen gefahren. Wahrscheinlich fährt er jeden Tag in welche Container zur Arbeit? Nee, mit dem E-Bike oder mit dem E-Auto. Hat sich halt besorgt. Da hat er auch gemeint, Cap, wenn ich mal irgendwann auf der Straße sein sollte, soll ich vorher Bescheid sagen, damit er nicht fährt. Lässt er dann seine Frau fahren? Als ob die Schrulle das besser kann. Wie sind wir an der Geisel vorbeigelaufen, kann das sein? Ja, da steht er greifen. Ich hab angenommen, du hast sie geschnappt. Aber ich hol sie mal. Bin ich schon draußen. Band! Ja, Lecco Mio! Geisel, ich bin da vorbeigelaufen. Die Geisel muss evakuiert werden. Warte mal. Wir haben die Geisel. Ich bin schon beim Evakuierungspunkt. Geisel wieder sichern. Feinde nähern sich. Die Geisel absichern. Geisel gesichert. Zum Evakuierungspunkt begeben. Lade mal nach. Hier kommt mein Sohn Shredder. Habe ich die Geisel noch? Ja. Ey, hast du den umgebracht? Er wollte doch durch die Stacheln sterben. Wollte er das? Entschuldigung. Ja. Wir haben die Geisel verloren. Die Geisel. Habe ich wieder nicht darauf geachtet, wie viele Behälter das sind. Ich man sitzt viel. Evakuierung erfolgreich. Gute Arbeit. Musst du mal gucken, welche Anzahl da steht. Entschuldigung, der lief gerade mit seinem Gesicht in mein. War gerade in meinem Gesichtsfeld, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Er wollte sich doch shreddern lassen. Von Shredder höchstpersönlich. Teenage Mutant Ninja Turtles. Bitte, ich hab den Anfang jetzt nicht verstanden, weil so abgehackt. Ich hab das früher so gerne geguckt. Ich hatte auf meiner ersten und einzigen Konsole hatte ich ein Spiel auf der Sega Mega Drive. Teenage Mutant Ninja Turtles Hyperstone heißt. Das Doofe ist, es ist das einzige Spiel, was es heute noch nicht. Was es noch nicht von der Sega auf dem PC geschafft hat. Und vielleicht wird es auch nie kommen. Könnte sein. Sonic the Hedgehog 1 und 2 haben es ja schon sehr früh auf Steam geschafft. Kampfbereit machen.
Und Grit, ja, nein. Vielleicht. Und Donald Duck in Maui Mallard kam ja dann irgendwann auf GOG, habe ich mich sehr gefreut. Das muss ich unbedingt noch nachholen. Und ja, da fehlt halt noch The Hyperstone Heist von Teenage Mutant Ninja Turtles. Okay, Herr Jemine. Aua. Ja, jetzt habe ich keine Finger dabei. Da habe ich halt keinen Schaden mehr bekommen. Ist die Geisel? Au, hinter mir schießt jemand durch die Pappwand. Hinter mir könnte die Geisel sein, im Besprechungsraum, da ist nämlich eine Munitionskiste. Ich liege ja verletzt in der Küche. Du hast jetzt eine Trax geworfen, oder? Bisher? Ja. Und wie viele hast du noch? Drei? Drei habe ich noch. Okay, hat sie wirklich hier. Ich helfe dir, Mann. Dankeschön. Pappwand wird aufgeschossen. Krümelt. Platziere Sprengladung. Sichtkontakt mit Geisel. Wir müssen die Geisel sichern. Bist du? Wir haben Mach. Die Geisel gesichert. Zum Evakuierungspunkt begeben. Brauch ich nicht. Gleiche Ecke wieder rein. Die Geisel nähert sich. Die Geisel absichern. Kann man sich ja seilen? Scheiße, kann man nicht. Aua! Ups. Ich überlebe das womöglich nicht. Wir haben die Geisel. Ich auch nicht. Wir müssen die Geisel nicht sichern. Fällt er. Das sah gut aus. Stabilisiere. Halt mir den Rücken frei. Ich liege am Boden, kann ich den Rücken nicht frei halten. Wir haben die Geisel. Sofort zum Evakuierungspunkt eskortieren. Wir haben die Geisel verloren. Die Geisel sichern. Voll auf die Nase. Und ins Öhrchen. Ja genau, die hält schon aufs Öhrchen zu. Geil. Fies. Nein, Quatsch. Du kannst ja ganz viel FBI spielen, ne? Mach ich doch schon. Ich hoffe, das zählt auch. Glaube ich nicht. Oh, Grit, wo bist du? Achtung. Wir müssen die Geisel lokalisieren. Zeigen wir sie. Zeigen wir sie. Was für eine Quasselstrippe. Was für eine Quasselstrippe. Das waren gar nicht so viele Worte. Au, 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 au. Fast so viele Lebenspunkte verloren vorhin. Kannst du vielleicht noch warten? Bin doch gar nicht so weit drin. Bereit zum Durchbrechen. Schön gekrümelt hat's.
Vollversammlung. Geisel lokalisiert. Die Geisel sichern. Geisel gesichert. Geisel absichern. Geisel ist frei. Die Geisel sichern. Sprengen Bereich räumen! Sprengen erfolgreich. Gute Arbeit. Das hat auf meine Trucks gedreht. Wir müssen die Geisel lokalisieren. Genau wie wir es trainiert haben. Genau wie wir es trainiert haben. Sie kommt schon klar, Mann. Der Betrug, die Vase geht nicht kaputt. Die Geisel absichern. Feinde nähern sich. Ja, war was mit nicht so günstig runtergehen können. Gar nicht wieder hergeben. Die Schlossgeschichte. Das war jetzt Nummer 3, oder? Mhm. Eine muss ich nur. Man nimmt mal die Kelly. Auf die Knie. Amateure. Ah. Wir müssen die Geisel lokalisieren. Oder du bist mir nicht gewachsen. Komm mir nicht in die Quere. Komm mir nicht in die Quere. Naja, sag Chris. Oh, die gerade so verpasst. Goll.
Bolt-Action-Sniper. Wenn das Visier nicht so groß wäre. Drittes Nasen noch gemacht. Ich lade jetzt nach! Wir haben die Geisel gesichert. Geisel muss evakuiert werden. Laufen Sie! Feinde nähern sich. Die Geisel absichern. Nachladen ist doch doof. Und hat's alles gezählt? Yep. Bei mir noch gar nicht geguckt, haben nur bei 3 von 4 geguckt. Das Finale ist da. Major Kopenhagen. Gratis prima Ansehen Boost. Ach, und was sie in dem Video versprochen haben. Moment, wo sind wir? Küche. Das Regenbogenspiel wollen sie noch 10 weitere Jahre mit Inhalten füttern. Das ist dann volljährig. Also einerseits natürlich nach wie vor cool, dass sie das Spiel so unterstützen, andererseits, dann werden ja Fehler noch schwieriger eher nicht ausgemerzt. Wer weiß, was bis dahin ist. Was interessiert einen übermorgen das Geschwätz von vorgestern? Ebbe. Wand befestigt! Achtung, die Gegner haben eine Waffe gefunden. Motzi, mach was, hier sind Drohnen. Schädling ist aktiv. Kann ich ein Loch machen? Kannst du gerne machen, wenn du willst. Dann 5 Löcher auf einmal. Ich hab Teamgerät kaputt. Ein Käfer. Noch 5 Sekunden. Könnte durchaus sein, ist mir aber egal. Kiba könnte es auch gewesen sein. Warten hast du wohl nicht kaputt gemacht. Ich hätte erst zum Fenster gehen sollen, wenn ich schon hier Matten auslegen will. Schnell noch Matten auslegen, solange das nicht mehr so ganz so cool ist. Also, solange es noch ziemlich cool ist. Barriere aktiviert. Bereite Willkommensmatte vor. Setze Willkommensmatte ein. Zwischen Silvester? Weiß nicht. Blau ist keine Farbe, blau ist ein Zustand worden. Blau bringt blau. Und Fuse. Ich hoffe, die Matte lebt hier noch. Motzi, hast du keine Matte angezogen, oder was? Will sich nicht selbst retten. Alle Matten sind angezogen. Fuse, das ist nicht gut. Au. Scheiße. Dann nutze es doch, Fuse. Motzi. Wenn du es hast. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt.
Und wenn ich ihn wiederbelebe, dann hat er die Funktion noch ein anderes Mal. Also vor der Küchentür ist gerade nix. Heute hätte ich mal oben ein paar böse Augen anbringen können. Heute kommen natürlich Fuse an. Duschen. Was? Duschen, so. Boah, nee, ist auch so eine Kackposition. Du kannst ja mit dem fetten Fenster da. Bei den Duschen, ja. Das Lustige ist, auch wenn du da reingucken kannst, tappen einige in das Mattenfenster. Mit der Matte drunter. Schon ein paar Mal gehabt. Ist nicht so oft, aber schon mehr als zweimal. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Gehen wir zur Luke. Droni. Schädling, bereit! Setze Willkommensmatte ein. Ja, ist klar. Mann. Es bleiben 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Ja, du fucking nur mach als Widerwurst. Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Mach sie hier weg. Fuse kommt bestimmt wieder an. Hat er gerade eben schon gut funktioniert. Ich darf hier nicht lange bleiben. Wenn jemand ankommt und sieht, wie ich da stehe, der geht ans Fenster und schießt mich um. Hier ist Steinboden. Nein, ich weiß. Oh, sie haben die Mitte getappt. Nee, es war woanders. Maverick brennt auf. Nee, doch. Das tat ihm echt weh. Mit dir oder was? Ja, ich habe ihn, glaube ich, angeschrotet. Ich habe es geschrien, als ich hier aufgemacht habe. Ja, haben angekratzt. Der ist tot. Der Maverick. Bei mir ist sowas. Oh, Kopf. Hinten im Klo ist er. Oh, er flitzt vorbei. Es war ein Knock. Da ist noch was. Hab mich verraten, hab's angeschossen. Drei Gegner, der eine da hinten. Ne, ist noch zu. Jetzt kommt er an. Zugangssperre, sehr gut. Das war Fuse, bitteschön, dankeschön. 15 Sekunden noch. Jetzt müssen sie sich sputen. Zeit läuft. Er ist direkt an der Tür. Ah, scheiße. Oh, okay. Zugangssperre Nummer 2. Guten Flug. Hä? Lag verletzt irgendwo rum, okay. Ich habe den letzten Herumstehenden umgebracht, aber da lag jemand durch eine Zugangssperre verletzt rum, schätze ich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Wir müssen eine Bombe aufspüren. Und du musst morgen arbeiten, oder was? Oben sind sie nicht. Zurück. Oh, bei. Ne, Vivian. Dusche-Server. Da kommt wer entgegen. Na, es schießt aber zu spät. Ihr Rosachen. Aua. Das ist Smoke? Okay. 5 Sekunden. Da ist Kaschle. Da ist Mira. Mira! Bombe gefunden. Ja, geht zu ihrer Position und entschärft sie. Mirabella hat mich kaputt gemacht. Drohne bereit. Ey, so, wo bist denn du? Hier, oh, hier. Alter, ich wollte gerade sagen, wer ist das dicke Ding hier vor mir? Also, bitte. Meint nicht so. Mhm. Bei Diffuse. Das Fuse. Die beiden Türen sind minenfrei. In der Sonnenaufgangsbar ist auch niemand. Dann mach ich mal auf, wa? Der Türkleiner Gang ist auch minenfrei, sofern sie überhaupt Kapkan haben sollten. Es war genug gefahren. Ich bring die Drohne mal wieder zurück. Kameragang kaputt. Mein Gerät ist platziert. Mira. Herzschlag Manhattan, so. Okay. Sieht aus wie Vision gerade. Fenster ist anscheinend offen, so wie es aussieht. Er ist kaputt. Oh, hier ist ein Mira-Fenster mit daneben. Pappe. Fuck, ich komm nicht mehr raus. Wo muss ich mit viel mehr, Papa. Lichter an. Oben rennt, glaube ich, was. Oben war gerade ein Geräusch zu hören über der Küche. Ich guck gar nicht mehr nach möglichen Zugangssperren. Gerät platziert. Das Fenster dahin. Ah, da war jemand in den Duschen. 55 Sekunden noch. Entschärfer muss zurück. Ja, toll. Oh. Kommt der von oben runter? Nee, der ist in der Dusche. Smoke ist in der Dusche. Das ist zu dritt okay. Drin. Entschärfer wurde erneut gesichert. Also Cassie, Smoke und Mira sind in der Dusche. Zweimal beschossen. Wehe, die haben Zugangssperre. Da gehe ich aber im wahrsten Sinne des Wortes krachen. Das ist doch keine Zugangssperre. Das ist aber Puls. Ach stimmt, jetzt haben wir alle identifiziert. Mira, lass das. Ich muss jetzt rein und schärfen oder umbringen. Wir sind nur noch zu viert. Toll. Wobei einer kam nach, dann sind zwei gegangen. Es gibt von Fuse Tea, eine Sorte, die heißt, Moment, hab letzte Woche mal ein paar ausprobiert, weil die halt für 99 Cent im Angebot waren. Schwarzer Tee, Himbeer, Minze und das schmeckt wie gezuckertes Sauerkraut. Aber ich fand es gar nicht mal so schlecht, also es klingt zwar echt widerlich, ich habe es erstmal getrunken und dachte mir so, irgendwie bekannt vor der Geschmack. Irgendein Gemüse. Dann hat es 6-7 Stunden lang gedauert, bis ich auf den Geschmack gekommen bin, im Sinne von, ah, das ist Sauerkraut mit Zucker. Also schlecht fand ich es nicht, aber nochmal heulen würde ich es nicht wollen. Boah, pass mal auf. Ich trinke ja gerne dieses Bio-Gedöns, ne? Und einmal habe ich mich vergriffen, da gab es Minze. Boah, ekelhaft. Das Minze ist sogar wirklich widerlich.
Oh, wir kennen alle. Noch 10 Sekunden. Also mein bisheriger Favorit ist Pfirsich Hibiskus, schwarzer Tee. 5 Sekunden. Und die anderen lese ich jetzt nicht vor, was gleich losgeht. Strom. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Das hat mich so lange gewurmt, weil ich hatte den Geschmack halt auf der Zunge und er lag wortwörtlich auf der Zunge, aber ich bin nicht drauf gekommen, was für ein Gemüse es ist. Gut, Sauerkraut ist nicht direkt Gemüse, aber Kraut ist ja Gemüse. Doch, klar ist Sauerkraut Gemüse. Ja, aber jetzt nicht so direkt. Man kann nicht sagen, oh, hier wächst Sauerkraut. Auf dem Sauerkrautbaum. Du, laut Wolfenstein, New Order? Was? Sauerkrautbaum? Nein, laut Wolfenstein in New Order haben sie den Mond besiedelt und haben da Sauerkraut angepflanzt. Ach so. Verrat nicht so viel. Vielen Dank. Ich werde das noch irgendwann spielen. Ich hoffe, ich vergesse das. Was war denn das gerade für ein... Du hast durch die Wand geguckt. Ach so. Grafikfehler. Der Mookin. Der Doc. So liegt ein... Der Entschärfer so blöd. Weiß ich nicht. Der liegt noch vorm Fenster. Das war Mai. Wo ist das war Mai? Das war gerade am Fenster. Ich guck mal, wo der Entschärfer genau liegt. Zugangssperre hier draußen. Gibt doch gar keine Zugangssperren. So. Jetzt kommt gleich jemand aus dem Fenster und bringt mich um. Ja, genau. So nicht. Aua, aber Mai, hör auf. Du wirst doch sterben. Geht denn der jetzt lang? Oh nö, jetzt da rein. Jetzt kommt er doch hier gleich wieder raus. Ich hoffe, er kommt nicht Nein. mehr raus. Nein! Ah! Scheiße! Scheiße! Das ist doch scheiße. Der Entschärfer liegt echt doof. Oh, doch, du bist ein Saftsack. Lass das warme Ei und ich schieße es nur verletzt. Ha, er bringt's um. Das sind beide, scheiße, das waren die letzten. So, Mann. Willst du mal lachen? Doch, hat mich gerade aufgeheilt. Und dann umgebracht ja. Und es hat nicht... Also ich dachte, du hast ihn dabei umgebracht, wie er mit dir gespielt hat. Nee. Das wäre natürlich die Krönung. Alter. Boah, Mai will ich aber nachts unbegegnen, ohne Witz. Das war jetzt ganz schön wild am Ende. Die waren beide da vor der Nase. Leider habe ich nicht gut genug getroffen. Aber generell, bei uns gehen wieder welche raus. Da bringen Blauer den Blauen um, den ich verletzt habe. Ganz schön wild. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.